Jingle bell, 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 bell. Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Folge des Adventskalenders. Heute Türchen 3 zusammen mit dem David. Hi. Hi und ich freue mich hier zu sein. Ja, wir spielen direkt hier die Prognose in FIFA. Heute werden wir aber auch noch PES spielen in der Challenge. Seht ihr gleich. Erstmal hier die Prognose Bielefeld gegen Karlsruhe. Ich bin gespannt, wie das Spiel echt ausgeht. Aber ja, hier wird das auf jeden Fall ein richtig, richtig heißes Duell. Ich bin gespannt. Wir starten rein. Let's go. Okay, dann legen wir los. So Leute, Bielefeld gegen Karlsruhe. Ich bin gespannt. Digga. Du spielst du? Ich dachte immer, du bist voller Pesthocker. So, da ist es. Wie schnell ging das denn? Ich dachte, du wärst voller Pesthocker. Neunte Spielminute. 1:0 ja. Bielefeld. Wow. Ja, Glückwunsch. Ja, ist noch lange nicht vorbei. Ja, Edmundson. Den hat man auch schon mal gehört, oder? Nö. Oh, die nächste Chance. Fabian Klos, nein, jetzt Keeper, leckt es. Oh mein Ehre. Gott, war das knapp. Und jetzt. Nein, Keeper. Was ist? Er hat gepfiffen. Er hat gepfiffen. Das Tor zählt nicht. Was ist das denn? Aber da Keeper. Merkt man schon, Bielefeld, was? Die wollen hier das Tor auf jeden Fall machen. Was hat der gepfiffen? Ich weiß es nicht. Die blenden es auch nicht ein. Was hat der gepfiffen? Und jetzt Fabian Klos auf dem Weg zum 2:0. Ja, wahrscheinlich. Fast. Oh Gott, er kommt durch. Boah. Ach Junge. Mann. Oh, er ist trotzdem drin. Was? Ich dachte, ich hab's verkackt, weil's. Alter, der Torwart war direkt vor mir und ich habe ihn getunnelt. Das ist das 2:0 schon. Aber wie geil. Ohne Spaß, ich dachte, das, jetzt ist vorbei, dachte ich. So weit außen, ja, ist halt Torwart da und dann habe ich ihn einfach getunnelt. Edmundson zweimal schon getroffen. Oh. War doch. Man weiß es noch nicht, scheiße. Oh. Nein, oh in Gott. Letzter Sekunde war da jemand. Meine Güte, Alter. Ja, jetzt waren die einmal in deiner Nähe. Sehr schön. Nein, Digga. Sehr schön, jetzt der Konter, komm. Wie kommst du dann noch hin? Das der Konter, es könnte ein Konter werden. Fabian Klos. Fabian Klos auf dem Weg zu. Der ist doch nicht mal so schnell. Jawoll! Fabian Klos! 3:0. In der 42. Minute macht Klos vor der Halbzeit vielleicht schon den Sack zu, wer weiß. Ja, wer weiß das schon. Also, ich rechne auch damit, dass ich nicht mehr zurückkomme. Weil, keine Ahnung, ich habe so gut wie gar keine Chance gegen dich. Hat gespielt wie eine Flasche leer, Alter. Oh Gott, jetzt kommt Karlsruhe mal. Oh, ganz, Alter. Ganz stark, aber so gefährlich. Oh, scheiße, jetzt ist da hinten ein bisschen was, ein bisschen Platz. Jetzt muss ich abspielen. Ey. Aber die Verteidiger machen das trotzdem gut. So, das ist der Neue, das ist der Neue, das ist ganz gefährlich. Ecke. Direkt eine gefährliche Aktion. Ich kann diese Ecken auch nicht, ey. Ecken sind. Alter. Lol. Er kann die Ecken nicht, macht erstmal fast ein Tor. Größer. Der ist viel zu schnell einfach. Schießen. Elf Meter. Hey, Eva, jawohl. Hörst du mich noch? Ja, ne? Hallo? Ja, ich höre dich. Rot, was? Als ob. Was? Der Ball war schon im Aus? Ehre genommen. Alter, was? Er gibt einfach Rot. Ja, super, ganz klasse. So, elf Meter. Ja, okay. Lass ich schießen. Hofmann würde ich wieder okay, einwechseln. Stürmer hier. Alter. Nein, was? Du Spasti! Ich bin sogar in die Ecke, wollte ich sogar springen. Oh mein Gott, Alter! Ganz, ganz knapp daneben, nicht mal den Elfer gemacht. Schade. Oh Gott, da oben ist viel zu viel Platz. Dann jetzt kommst du wieder angerannt, ey. Ja, klar. Meinen guten Verteidiger, meinst du? Oh, so nein. Ein guter Torwart.
Jawohl. Nein! Jetzt ist Nachspielzeit. Vielleicht können wir nochmal den Sack zumachen. Zweite Hälfte ist gar nichts gegangen bisher. Ja, ist so. Vogelsammer. Zweite Hälfte war richtig Karlsruhe-Hälfte. Ja, sehr schön. Und jetzt. Jetzt der Schuss, drin ist er. Oh, time finish. Ja, ich hab's probiert. In Unterzahl und getroffen. 4:0, das ist die Entscheidung von unserer Prognose. Wäre auf jeden Fall hart für Karlsruhe in echt, aber kann ich mir sogar vorstellen. Ja, ich kann es mir auch vorstellen. Bielefeld ist schon viel besser eigentlich als Karlsruhe. So, wir gehen in die Challenge. Let's go. So Leute, wir sind jetzt bei der Challenge hier in PES. Wir haben das Spiel geswitcht. Ich finde es immer mal wieder cool, wenn wir auch mal wieder PES spielen. Und Herr David hat PES. Also von daher machen wir das. Du darfst jetzt Dreieck drücken und eine Zufallsmannschaft hier auswählen. Natürlich, wie immer. Hau mal raus, wen hast du? Okay, let's go. Alanza. Alter, ich habe auch eine ganz, ganz geile Mannschaft. Aber ich bin ein bisschen besser als meine. Also ich habe keine Ahnung, wo die herkommt, was das für eine Mannschaft ist. An der Aufstellung wird wieder nichts verändert. Wir drücken einfach weiter und dann schauen wir mal, wie das läuft. So Leute, wir starten in eine Challenge mit zwei super geilen Mannschaften. Die Challenge heißt Lupfer-Challenge. Das heißt, nur Lupfer-Tore zählen. Wenn wir ein Tor machen ohne zu lupfen, dann zählt das nicht und wir müssen quasi ein Eigentor machen oder ziehen es dann einfach vom Ende ab, aber am besten einfach ein Eigentor, damit man es gleich sieht und dementsprechend wird das hier schwierig, weil Lupfertore einfach so zu erzielen ist nicht ganz so einfach. So, jetzt pass auf, jetzt kommt das erste Lupfertor, ich sag's dir. Let's go! Nein, scheiße, wenn der gekommen wäre in die Mitte. Also Leute, wir machen das auf jeden Fall so, das war von David gerade eine richtig geile Idee, wenn wir kein Tor schießen, was auch passieren kann, dann werden wir ins Elfmeterschießen dann direkt gehen und werden da dann auch nur Lupfertore probieren. Wird interessant. Ja, das ist ganz krass. Och man. Ich bin absolut gespannt darauf, weil wir werden sowieso kein Tor schießen, also können wir uns schon mal aufs Elfmeterschießen einstellen. Ich überleg grad, wie gehen Lupfer da in Elfer? Boah, irgendwie, keine Ahnung. Das Ding ist, wir werden nie ein Tor schießen, weil jeder ja weiß, dass es eine Lupfer-Challenge ist und doch nicht den Torwart einfach rausholt. Oh, sorry, das wollte ich nicht. Kriegst den Ball wieder. So unfair bin ich nicht. Also die meisten Lupfer-Tore, die macht man ja, wenn der Torwart rauskommt. Aber ich hole doch jetzt nicht den Torwart raus, weil ich ja weiß, dass es ja eine Lupfer-Challenge ist. Nein! So, jetzt gibt's den Konter, da kann man einen Lupfer draus machen. Da kann man so einen Lupfer draus machen. Siehst du das kommen? Oh mein Gott, war das knapp! Ich hab den schon drin gesehen. Dann kommt der Keeper. Zerstört dir alle Träume. Du fällst von Wolke 7 auf Wolke 10 oder so. Jetzt nochmal! Also, wie man halt da einen Lupfer machen will, ich weiß es auch nicht. Es ist schon echt schwierig. 0-0 zur Halbzeit, Leute. Ich hatte zwei Chancen, es hätte klappen können. Hat bisher noch nicht geklappt. Ich habe Hoffnung. Jetzt ins eigene Tor lupfen. Oh, scheiße. Das wäre ein reguläres Tor gewesen, wenn ich den so gemacht hätte, gell. Das hätte ich ja ein Eigentor machen müssen. Oh mein Gott, ey. Keine Ahnung, wie man hier durchkommen soll. Ich verstehe es auch nicht. Im Elfmeterschießen kommt man durch. Komm, lupf ihn doch! Warum ist dein Torwart schneller am Ball als ich? So unfair. Diese Spieler! Jetzt! Nein! LOL! Ich habe sogar auf Lupfen gedrückt und der hat einfach einen Kopfball gemacht. Ist der doof? Zwei Sterne Mannschaft, Alter. Alter, jetzt! Hol dir den Ball! Ich komm nicht an den Ball, das ist doch traurig. Jetzt, der ist so drin, ich sehe das jetzt schon kommen. Ja, ja. Immerhin lupfe ich auf dein Tor. Noch Tipps fragen? Ach so, ja, klar. Leute, Tipps für Lupfer in die Kommentare. Okay.
Aber nur die Kommentare. Nur für dich. Ich brauche keine Tipps. Schau, weil ich jetzt ein Tor mache. Ach, Mann, ey, ich weiß, dass das klappen kann, aber ich krieg's nicht hin, Alter. Ich wechsle jetzt meinen Stürmer aus, ich brauch da einen frischen. Ich weiß. Siehst du, da ist er nämlich jetzt. Siehst du, da ist er. Komm! Oh! Mann! Elfmeterschießen wow. Mit Lupfer. Ich war aber näher dran, also ich hätte es packen können, aber... ja, meine Elfmeterschützen sind auf jeden Fall richtig gut. Die sind aber noch schlechter als deine. Nee, mein bester Elfmeterschütze hat 79. Alter, Elfmeter jetzt lupfen, das ist doch so häselig. Oh mein Gott, das ist das 9+Ultra, ey. Lol, Alter. Was macht ihr da? Digga, boah, komm, bitte, geh rein. Ja! Ja, lol! Geil, boah! Ja, okay. Komm, der muss sitzen. Ich führe schon 1-0, das ist richtig gut. Lol. Der war so schlecht. Also bisher führe ich jetzt, das ist schon mal ganz geil. Oh, wow! Das war kein Lupfer. Das war immer ein normaler Schuss. Das war ein Lupfer, what the fuck? Wie kann man so schlecht lupfen? Ja, du weißt Bescheid, die Allianz Petrolera. Alter, ich treff nicht. So, komm mal, let's go. Rechte Ecke. Oh, Latte. Nein. Jawohl. Alter, scheiße. Ich sag dir, der ist so drin. Ja! Scheiße. Aber jetzt habe ich eine Taktik. Ich habe jetzt eine Taktik, aber das ist zu spät. Das ist zu spät, die Taktik. Das nervt. Scheiße, Mann. Wenn du den jetzt machst, dann ist Kacke. Ist echt ein bisschen Kacke. Oh. Boah. Alter. Okay, jetzt, wenn ich den mache, habe ich gewonnen und ich habe jetzt die Taktik. Ich habe jetzt die Taktik, komm schon. Du hast die Taktik. Die Taktik. Ja, die eine. Die eine. Kennst du nicht? Shatan. Ui, Shatan. Der, komm bitte. Nein! Ja! Was ist das denn? Und meine Taktik war ja richtig schlecht. Es hat ja 0,0 funktioniert. Komm, ich muss den jetzt halten, sonst endet das nie. Wir werden so jeden Elfmeter daneben schießen wahrscheinlich. Komm bitte, verkack. Ja! Was? Ja! Hoch, Alter. Der erste ist durch Glück reingegangen und damit können wir ein Lupfertor im gesamten Spiel erzielen. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, auch wenn es ziemlich schwierig war. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Cool, dass du dabei warst. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder bei Türchen Nummer 4 oder rein. Bis dahin und ciao, ciao. Ciao.